Wir sind hier in Marzili, der beliebteste Body von Bern, direkt der Aare. Und das Marzili ist leer. Aber es ist wirklich so, dass das Marzili auch während dem Sommer manchmal so hat ausgesehen. Es war definitiv kein Badensommer gewesen. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn man schon nur die Regenmengen anschaut. Also in Bern Zollikofen hat es also diesen Sommer anderthalb Mal so viel geregnet wie während einem normalen Sommer. Wenn man den Sommer allgemein ein bisschen anschaut, dann kann man schon sagen, dass er verglichen zu den letzten Sommer sicher nicht ganz so sonnig, nicht ganz so warm war. Aber was halt ist, wir waren sehr verwöhnt. Also die letzten sechs Sommer hier in Bern, die waren überdurchschnittlich sonnig. Und natürlich erwartet man jetzt, dass wir viel Sonne bekommen. Und jetzt diesen Sommer haben wir eben nicht ganz so viel Sonne bekommen. Darum ist es vielleicht für den einen oder für die andere, ja, vielleicht hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das ein besonders schlechter Sommer war. Wenn man jetzt aber rein die Zahlen anschaut, dann kann man sagen, es war eigentlich nicht weit weg von der Norm dieser Sommer. Wenn man aber schon nur ein bisschen in den Süden geht, nämlich in die Mittelmeerregion, dann sieht man, dass der Sommer auch ganz andere Facetten hatte. Also zum Beispiel in Siracusa auf Sizilien ist mit 48,8 Grad die heisseste Temperatur gemessen worden, seit man in Europa überhaupt Temperaturen misst. Also dort ganz, ganz ein extremer Sommer. In Griechenland haben wir Waldbrände gehabt. Wir hatten Nächte gehabt, wo die Temperatur nicht unter 30 Grad ist gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Und allgemein, wenn man zum Beispiel den Copernicus-Datensatz anschaut, dann gibt es seit 1979, dort in diesem Datensatz war es der heißeste Sommer für Europa. Für unsere Messkampagne bedeutet der Sommer, dass wir vielleicht nicht ganz so extreme Differenzen hatten zwischen der Stadt und den Umlandstationen. Aber auch in einem Sommer wie dieser ist die Stadt wärmer als das Umland. Also man sieht, der Stadthitzeffekt, der verschwindet nicht einfach. Er ist in einem Sommer wie dieser, wo es mehr Wolken hat, wo es weniger Einheiz durch den Tag, ein bisschen schwächer ausprägt. Die Messsaison 2021 ist vorbei. Und was übrig bleibt, sind sehr viele Daten. Und da fangen wir jetzt an mit den Auswertungen. Einen speziellen Fokus haben wir dieses Jahr auf den Onsermet-Platz gelegt. Der Onsermet-Platz, das ist ein voll versiegelter Platz in der Nähe vom Westside bei der Tramhaltestelle Gebelbach. Und dort hat die Stadt ein Projekt dieses Jahr. Und zwar haben sie Bäume hergetan und auch ein Bassin zum Baden. Alles, um den Platz ein bisschen lebendiger zu machen und aber auch, für gegen den Stadtklimaeffekt etwas zu unternehmen. Im Rahmen dieser Aktion haben wir auch unser Stadtklimaprojekt vorstellen. Es hat einen interaktiven Vortrag gegeben, den die Leute mitmachen konnten. Und wir haben das natürlich sehr interessant gefunden und wir haben da Messungen gemacht. Zum einen hatte es dort eine Messstation. Zum anderen haben wir aber auch Drohnenaufnahmen gemacht, die die Oberflächentemperatur gemessen haben. Hier vor der Begrünung sehen wir einfach die orange Masse. Es war einfach heiß. Hingegen sieht die Situation nach der Begrünung ganz anders aus. Die einzelnen Bäume sind deutlich kälter und auch zu passen. Man sieht also, die Begrünung hat hier an diesem Onsermet-Platz wirklich etwas genützt.